Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal WOT Kleiner Panzerfreund. Heute zeige ich euch aber keinen kleinen, doch klein ist er. Aber von der Stufe ist er schon im höheren Bereich, nämlich den M56 Scorpion. Das ist ein Tier 7er Premium TT. Bevor ich aber euch dieses Gastrebellier präsentieren, erst ein kleiner Panzervergleich mit dem E25 und der ISU 122S. Alle drei haben was gemeinsam, sie gibt es momentan nicht im Shop zu kaufen, sondern nur zu besonderen Anlässen. Der Scorpion hat eine 90 mm Kanone, der E25 die Kanone von der Stuck und die ISU, ich nenne sie jetzt einfach mal ISU, hat die 122 mm Kanone. Von den Lebenspunkten ist die ISU auf Platz 1, aber das gibt sich nicht viel. 820, 830, 870, das macht der Kohn nicht fett. Was man erwähnen sollte, die Funkreichweite ist für den E25 hervorragend. Den kann man auch als vorgelagerten Scout nutzen, als passiven. Und da kann er gut seinem Team Spotting-Daten liefern. Höchstgeschwindigkeit, da ist der E25 auch auf Platz 1 und Platz 2 teilen sich der Ami und der Russe. Höchstgeschwindigkeit nach hinten. Auch auf Platz 2 für den Scorpion mit 12 km/h. Gewicht 7,144 Tonnen. Da sieht man, dass dieses Fahrzeug nicht stark gepanzert wurde. 9 Tonnen, 4 Mann Besatzung, 4 Mann Besatzung und für den Russen 5 Mann Besatzung. 45 Tonnen ist schon mal eine Nummer. Da sieht man die Panzerung 1 mm. Das war ein Gehäuse mit Ketten und ein Geschütz oben drauf geschraubt. Das war auch der Grund. Das sollte ja leicht sein, das Fahrzeug, weil das sollte ja als Luftunterstützungsfahrzeug eingeflogen werden. Und die Bodentruppen unterstützen wurde tatsächlich so nicht gemacht. Es wurde aber tatsächlich im Vietnamkrieg eingesetzt als Artillerieunterstützung. Der E25 hat 50 mm Panzerung, ist auch nicht viel, aber ich bekomme hier, weil ich habe ihn ja und ich spiele auch gerne, hier und da mal einen Abpraller. Die 90 mm von der ISU sind ganz gut, da sollte einiges bouncen, je nachdem, ob man jetzt in Tier 7 ist oder in Tier 8, gibt es da schon Unterschiede. 200 PS an Motorleistung scheint nicht viel zu sein, aber in Verbindung mit dem Gewicht des Fahrzeuges kommt ein Leistungsgewicht für den Scorpion von 28 PS pro Tonnen raus. Das ist recht gut. 26,62 für den E25 ist auch gut und nur 13 für die ISU. Drehgeschwindigkeit, da gibt sich der E25 und der Scorpion nicht viel. Die ISU ist da auf Platz 3. Das ist auch ungefähr gleich. Der Widerstand, da ist der Scorpion auch auf Platz 1. Chance auf Feuer, trotz Benzinmotor 15% ist gut. Da ist der E25 mit 20% schlechter gestellt. Sichtweite, es ist ein kleiner Unterschied, aber da ist der E25 vorne. Turmdrehgeschwindigkeit, der hat jo keinen Turm. Es geht hier nur, wie schnell ich das Geschütz als Jagdpanzer von links nach rechts und umgekehrt schwenken kann. Da ist der E25 auch schnell, aber dafür der maximale Waffenrichtwinkel oder Bereich, da kann ich die Kanone vom Scorpion 30 Grad nach links und 30 Grad nach rechts, also in Summe absolut 60 Grad schwenke, das ist sehr gut. Und da sind's absolut 24 und da sind's 16, ist nicht üppig für die ISU. Schaden pro Schuss, das ist ein Wert, der ist okay, 320 wären besser, aber 240 ist auch gut. Das ist hier bei dem E25 halt der Stuckschaden. 390, das ist typisch russisch. Der Durchschlag ist jetzt wiederum bei dem Scorpion gut mit 219 mm. 275 mit Heat. Ich weiß, Heat hat auch Nachteile, aber es ist auch ein guter Wert. Da ist der E25 abgeschlagen auf Platz 3, aber dafür hat er ja auch das begrenzte Matchmaking. Und die russische Kanone, das ist auch der gleiche Durchschlag, wie es der IS-6 hat, wie es der IS hat, der IS-2 hat und so weiter. Fluggeschwindigkeit ist auch gut, sollte man nicht unterschätzen, da muss man nicht so weit vorhalten. Da ist die 122 mm auch langsamer. Schaden pro Minute, das könnte besser sein. Wenn das über 2000 wäre,
wäre es wirklich ein guter Wert. Aber es sind unter 2000 und da ist der E25 gut und die Isuzu ist unerreichbar auf Platz 1 mit 3162 Schaden die Minute. Feuerrate, das können wir nicht vergleichen. Das auch nicht, weil es halt andere Kanonen sind. Genauigkeit, 0,33 ist ein Wert, der ist gut. 0,30 ist hervorragend. 0,41 ist für einen Jagdpanzer nicht gut. Aber ihr wisst ja selbst, was manchmal die russische Kanone in der Lage sind, auf weite Entfernungen zu treffen. Zielzeit 2 Sekunden ist auch ein guter Wert. 1,5 ist hervorragend. 2,9, das ist hart. Maximale Geschosszahl, das reicht fürs Match. 60 Schuss, das kann schon mal knapp werden. Ich habe das schon selbst erlebt. 32 für die ISO ist auch ausreichend. Gut, das war jetzt so schnell, wie ich das durchgehen konnte. Ein kurzer Vergleich. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung bei dem Gastreplay, das mir der Herr Bolzheimer 79 mit dem M56 Scorpion zur Verfügung gestellt hat. Wir sind jetzt im Gefecht mit dem Herr Bolzheimer 79 und seinem M56 Scorpion auf der Karte Lakeville in einem Tier 7er Standardgefecht. Auf jeder Seite haben wir eine Arti. Ach, die Hummel, tolle Arti, ich liebe sie ja so. Und im Gegnerteam eine französische, eine AMX 13 F3. Was haben wir denn an Top-Tiers? Ein IS-2, Jagdpanda, Su-152, Scorpion, T-28, HTC. Im Gegnerteam haben wir einen Franzos, der M4-45, ein IS, KV-13, ein Panda, ein T-43, AT-7, T-25-2. Kann das sein, dass die 1-7er mehr haben? Sieht so aus. Ja, aber dafür haben wir einen Tock, der reißt alles. Was macht denn der Herr Bolzheimer? Ja, ganz verkehrt würde ich mich mit diesem fragilen Objekt aus Karton, Aluminium und ein bisschen Stahlblech. Komm mal da. Du bist ein Trottel. Das macht, das hasse ich, das macht man einfach nicht. Entschuldigung, das macht man nicht. Es kommt ja der nächste. Also ich habe das Replay noch nicht gesehen. Ich habe das nur ausgewählt wegen dem Ergebnis und weil dieser M56 Scorpion ein sehr seltener Panzer ist. Was macht der Gino Kaido? Da hast du immer das Gefühl, dass er gleich schießt, ne? Aber anscheinend guckt er ihn bloß an. Das kommt mir so bekannt vor, wenn ich als mit meinem Hund unterwegs bin, dann tun sich die AG gegenseitig dann beschnuffle. Oder jetzt noch das Borgerhop oder Gino Kaido? Ich glaube nicht. So. Also ihr seht, er kann doch schön über diese kleine Kuppe schauen. Und ich habe es ja auch schon erwähnt in der Einführung. Der hat einen sehr großen Schwenkbereich. Man sieht es hier schön noch rechts und noch links 30 Grad. Aber natürlich sehr dünne Panzerung, offener Kampfraum, eine HE-Granate da in die Mitte rein und das Teil platzt auf oder es fackelt dann ausschließend gleich noch ab. Den könnte ich leicht. Ah, die Hauswand. Ja, das ist jetzt. Er hätte auch vorwagen können, sag ich mal, auf die Viererlinie und vielleicht das Team unterstütze von F4. Aber im Gegnerteam haben wir einen Panda. Ich muss euch nicht erklären, wie weit er schauen kann. Und wenn der Panda bei C. Ah, da kommt schon ein Churchill, ihr seht's. Ja, der Churchill hätten jetzt aufgemacht und dann wäre er A-Gleibe gewesen. Ja, es ist immer so Sach. So, was war denn das jetzt? Der hat nicht in die Kette gezielt. Ihr habt's gesehen. Zu 4. Ich halte gerade mal ganz kurz an. Guckt doch mal oben in den HP-Pool-Zähler. Links, sein Team hat noch 6635 Hitpoints, das Gegnerteam noch 9228.
Gucke ich immer drauf, auch während dem Spiel, habe ich immer im Auge. Denn oft ist Gleichstand und trotzdem haben wir viel weniger Hitpoints wie der Gegner. Und dann weiß ich also schon oft, oi, das sind viele bei uns im Team, die sind One-Shot-Kamerade und so ist es dann auch. Und dann sind die ruckzuck weg und dann haben wir auf einmal einen Rückstand von drei Panzer. Na, der Churchill, der schießt, steht da gut, man kriegt nicht, der Jagdpanda traut sich jetzt nach vorne. Aber Achtung, die A-Team, Gegnerteam, die ist noch da, die ist aktiv. Der wird jetzt aufgemacht, der Jagdpanda, und kriegt vielleicht gleich an die Truppe gebrezelt. Und eben sehe ich gerade, durch die Schlucht, durch die 1er-2er-Linie kommt ein Stuck. 5 zu 8. Langsam bilden sich die ersten Schweißperlen bei der Stirn. Schön. Er hat zwar jetzt nicht viel Schaden gemacht, aber eine Kanone weniger. Hopp, fahr ein bisschen zurück, kriegst du gleich auch nicht verbrezelt von mir. Da, 106 oder jetzt kriegt von dem Churchill. 105, noch einmal auch nicht kriegt. Ärgerlich. Und jetzt kriegt er noch auch nicht, 197. Ihr seht's, der Jagdpanda ist halt offen gewesen. Was macht denn jetzt der Jagdpanda? Schläft mich gerade mal, fährt er weiter vor, kriegt er noch mehr Treffer. Ah, das ist das. Er kriegt noch mehr Treffer. Boah, 7 zu 10. Wie zieht denn der jetzt da noch seinen Kopf aus der Schlinge? Hast du mal das falsche Replay geschickt, Herr Bolzheimersche? Und da hinten kommt die Stuck. Der Jagdpanda steht da auch in der Mitte auf verlorenem Posten. Aber das ist gefährlich. Fährt er jetzt mit über die Gas? Oh! Bum, bum! Oh! Ich brauche gleich Herztruppe. Ach Gott, da hat er jetzt aber gekriegt. 186, 233 und 188. Merkt das? Ich tue schon hyperventilieren. Jetzt kommt da noch ein AT-7 mit 1200 Fu. Ach Gott. Er hat noch in seinem Team 926 Hitpoints und das Gegnerteam hat noch 4653. Ich glaube, ich würde jetzt ins Wasser fahren. Einfach ins Wasser gefahren, das Leben genommen. Bisschen Wasser geschluckt, Fortbische. Aber jetzt, den holt er jetzt raus. Nee, der ist schon weg. Schön. Jetzt haben wir noch den T-43. Der T-25 ist für ihn One-Shot, aber umgekehrt eher auch für ihn. Aber er hat ihn jetzt nicht gesehen, er weiß nicht, dass er kommt. Hat jetzt der T-43 ihn aufgespottet? Ich weiß es nicht. Aber jetzt kriegt das... Und... Sehr schön. Habt ihr jetzt den Vorteil gesehen? Der hat ja diesen Turm, der ja noch rechts und links um 30 Grad drehbar ist. Und damit konnte er jetzt den T25 halbe elegant rausnehmen. Das war jetzt eine schöne Aktion. Jetzt haben wir einen T43, einen Medium-Panzer, einen üble Panzer. Der ist jetzt in seinem Tier, ja Top-Tier. Hat zwar jetzt in Tier 9 nicht die Brüllerkanon, aber auf Tier 7 konnte er schon ganz schön was reißen. Da ist er. Oh, der hat noch 624 Hitpoints. Und schön in die Seite. Und kriegt einen Abpraller! Und er hat noch 1%. Ich muss schon wieder schlucken. Ich glaube, nachher trinke ich schon Weizenbier. Kommt jetzt bestimmt gleich um die Ecke links. Oh, ist er schon. Schön. Brennt. Der schießt vorbei. Und jetzt 241. Oh, jetzt muss ich auch halten. Herr Bolzheimersche, danke Wargaming. Punkt 1, der erste Dank, dass noch 1%, also ein Hitpoint, dir übrig geblieben ist und du nicht aufgeblasst ist. Punkt 2,
Die Hit wäre jetzt gewesen, wenn du jetzt einen Low-Roller bekommen hättest mit 239 Schaden. Dann hätte ich nämlich den T-43 weggemacht. Aber es sei dir wirklich von Herzen von mir gegönnt. Ich meine, er hat es ja gut gemacht. Er muss ja auch was machen. Jetzt haben wir da Ive, ein volle AT-7. Und da haben wir noch einen Tock. Wobei, der Tock macht mal keinen Kopf. Ich habe mal den Tock damals auch bei dieser Aktion erspielt. Und habe ihn dann, wie ich ihn in der Garage hatte, mir angeschaut. Und habe ihn verkauft. Ja. Ich habe es nicht bereut. So, es sieht ja weit. Tock hat keine Tannwerte, also schlechte Tannwerte. Ich würde, ja, es macht er jetzt. Ich wollte eben gerade sagen, ich würde mich jetzt noch ein bisschen mehr vortasten. Na, du Isa. Schön. 270 Damage hat er gemacht. Ja, jetzt verschwindet er hin am Felsen. Warte, er ist so, dass ich noch weiter nach hinten bewegt, damit er ihm nochmal auch nicht verblättern kann. So, er hat aber gute Tarnwerte. Der Scorpion, der geht nicht auf, also ich glaub's nicht. Jetzt wieder warte, bis das Schere-Fernrohr aktiv wird. Und noch eine. Ja, Tanitz sehe ich gerade, hat er nicht dabei. Schere-Fernrohr. Anblitzer hat er bestimmt dabei. Und was er noch dabei hat, ich weiß es nicht. Hellseher bin ich nicht. Und? Oh, wir haben sie böse erwischt. Fliegt die Granaten nun in die Kette. Aber jetzt. Hopp, und jetzt nochmal Ani neu. Er dreht sich, hilft da nicht. Toksche, kriegst vorne Ani auf die Brüche. Gut. Schön. Aber die AT-7 haben wir jetzt auch noch. Und der ist bestimmt nicht über die Viererlinie gefahren. Der wäre nämlich doof. Der ist. Der wird in die Stadt gefahren sein. Tock hat ja gewusst, wo die Schüsse herkommen. Ich denke, so grob hat er gewusst, der AT-7, wo er steht. Also wäre ich jetzt auf jeden Fall von der einen Seite in die Stadt reingefahren und hätte von da aus probiert, ihn zu bekämpfen. Er hat sich jetzt auf die Cap gestellt. Ja, hätte ich auch gemacht. Macht jetzt der Herr Bolzheimer. Steht jetzt da? Ich vermute, der hat jetzt einen Schluck Red Bull genommen. Also, das ist jetzt High Noon. 12 Uhr mittags. Haben wir das? Ich war noch viel später. Mit einem Hitpoint legt er sich jetzt an mit einem AT-7. Ich könnte mir jetzt was Besseres vorstellen. Wo steht denn der? Ja, entweder schläft mich gerade mal wieder die Kamera. Entweder steht er jetzt da hinter den Häuser da, ohne. Oder er hat sich overhier gestellt. Und zwar da hier. Oder da steht er. Da oder da. Er hat noch Zeit. Ah ja, das muss man wohl überlegt machen. Denn der kleinste Fehler bedeutet für ihn jetzt die Niederlage. Wenn der jetzt bloß aus Versehen an den AT-7 dranrammt, ist er ja schon tot. Da ist er auch nicht. Ah, da ist er da unten. Ah, ja, ist klar.
großartig. Sie wurde schon ausgerichtet. Ihr seht's, er guckt schon hoch. Ich würde jetzt, glaube ich, außen rumfahren und würde da in die Seite neu fahren. Die Seite würde ich neu fahren. Und probiere ihn dann von da. Aber. Er fährt jetzt in die Seite neu. Und vielleicht die Ponzafrax als Deckung. Das Aachen. Aber jetzt ist er schon auf. Der geht noch gar nicht. Ah. AT7 greift an. Da hat jetzt nur Chance, wenn er ihm die Kette runterschießt. Na. No. Ich würde als ATCB jetzt einfach da stehen bleiben. Und sah, oh, ich kipp die Schwitze weg. Er hat ihm die rechte Kette runtergeschossen. Seht ihr das? Die hängt ohne Dosch. Ach du Scheiße. Der hat ihn gekettet. Ist die rechte wieder repariert? Jetzt hält dann links am linken Ketterad, hält dann jetzt auf Kette. Phänomenal! Und noch einer. Und? Ich brech zusammen. Herr Bolzheimer, so gut gemacht. 6 Kills. Den voller AT7 im Capkreis mit einem Hitpoint niedergeschreckt. Niedergestreckt. 4040 angezeigte Damage. Win 8 von über 10.000. Klasse. Am Anfang hat es gar nicht so ausgesehen. Sehr schön. Und jetzt gucken wir uns noch die Gefechtsauswertung im Detail an. Für diesen Sieg hat er es Panzerass bekommen, 3 Mickey Mouse Medaille, 102.402 Credits, 4.670 Erfahrungspunkte, aber Achtung, das ist doppelt für den ersten Sieg des Tages, dann der Defender, also der Verteidiger, Großkaliber und der Krieger. In der Teamauswertung ist er mit 4.269 Schaden, 6 Kills und 1.557 Grunderfahrung auf Platz 1. 26 Schüsse hat er abgegeben, 24 getroffen, 19 durchschlagen, Schaden habe ich schon genannt. Er hat 7 Gegner beschädigt, 6 zerstört, hat auch noch 43 Spotting gemacht und hat 274 Base Capture Punkte bekommen. Und beziehungsweise Verteidigungspunkte und hat 3,42 Kilometer zurückgelegt. Mit Premium, abzüglich aller Reparatur- und Munitionskosten, hat er 84.172 Credits verdient. Ohne Premium hätte er noch knapp 50.000 Credits verdient. Also ein Gefecht, was am Anfang relativ harmlos und langsam gestartet ist, hat sich jetzt wirklich zu einem richtigen Showdown in der Innenstadt von Lakeville zugespitzt. Hat mir gefallen, wie immer zu kommentieren. Schön gespielt, Herr Bolzheimer, schon 79. Hast auch ein bisschen Glück gehabt, aber Glück gehört dazu und dem Tüchtigen gehört das Glück. Und ich würde mich wie immer über Kommentare und Likes und weitere Abonnenten freuen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.